Hallo. Hallo, Vera, guten Morgen. Bei uns ist schon fast Spielabend. Ja, genau, okay. Bei uns ist schon fast oben. Wir sind hier so in einer Siedlung und jetzt laufen wir hier raus. Und was ist es für eine Wohnsiedlung? Es ist einfach so eine Siedlung, wo 120 Wohnungen sind und Häuser. Und halt wegen der Sicherheit wohnen viele Leute so, oder? Wo man jetzt halt hier durch so eine etwas ungewohnt für uns Abschrankung muss, wo das Wachpersonal ist. Aber gerade wenn man mit Kindern hier wohnt, ist das einfach super, weil man kann, sonst kann man sie ja nicht einfach allein rauslassen. Aber hier drinnen ist es eigentlich kein Problem. Da können sie spielen und sich miteinander treffen. Gracias. Da ist jetzt gerade jemand, der alte Geräte einsammelt. Und da sieht man natürlich nicht sehr schön den ganzen Abfall von diesem Kondominium, wie man dem hier sagt, wo wir hier wohnen. Mit da raus da. Also die Leute von der Gemeindeverwaltung und das einsammeln. Das ist leider auch ein bisschen Realität. Fußgänger haben nicht so grosse Priorität hier in Costa Rica. Manchmal fehlen einfach Trottoir, so wie jetzt hier. Eigentlich ist das nicht so unsere Philosophie, dass man mit dem Auto die ganze Zeit will rumfahren. Das Bussystem ist einfach nicht sehr praktisch und man kann nicht gut planen, weil man nie weiß, wenn der Bus kommt. Und auch nicht so genau weiß, wenn man dann am Ziel ist. Die Bus fahren alle auf San Jose rein. Wenn man will, aber dann nebeneinander stehen, dann hat man dann nicht gerade dort, wo man aussteigt, einen Anschluss an einen anderen Bus, sondern muss dann vielleicht quer durch die Stadt laufen, um dann den anderen Bus zu verwischen. Darum sind wir jetzt schon recht viel mit dem Auto unterwegs. Und auch viele Ticos und Ticas, wie man hier sagt, haben ein Auto. Und was sind Ticos? Bewohner und Bewohnerinnen von Costa Rica sagt man hier Tico oder Tica. Also Tico ist ein Mann, Tica eine Frau. Das sind jetzt nicht Condominios, sondern einfach vielleicht Einzelwohnungen. Aber es ist halt alles so gesichert. Auch jetzt hier wieder so eine Gitter, oder? Und das ist halt einfach eine Realität, oder? Dass man, vor allem wenn es dunkel wird, nachts, muss man Sicherheitsmaßnahmen haben, weil sonst Gefahr besteht, dass man das eingebrochen wird. Und hier, wo ich jetzt laufe, würde ich jetzt nachts allein, würde ich jetzt hier nicht durchlaufen. Okay. Hier ist ein Wächter, der auf dem Velo. Und jetzt hier seine Runde dreht, er ist hier fürs Quartier da zuständig und dort doch ein bisschen schauen, dass alles seine Ordnung hat. Das ist sein Wachhäuschen da vorne. Ah, da links, da rechts jetzt ist Wach. Ja, da. Das wird kosten, ja. Okay. Genau. Das ist so, das ist auf die andere Strassenseite. Ein kleiner Park vom Quartier. Was gefällt euch jetzt am besten an San Jose und Costa Rica? Also das Klima und Vegetation ist schon etwas Wunderschönes. Also wenn man das ganze Jahr einfach grün hat und sind so wie dem, so einem Hochplateau, könnte man sagen, auf etwa 1200 Meter sind wir jetzt hier. Und wir sind jetzt im Osten von der Stadt und das ist hier eher ein bisschen höher, ein bisschen kühler, als wenn man jetzt in den Westen geht, dort, wo halt der Flughafen zum Beispiel ist, hat man schon innerhalb von San Jose ein bisschen Mikroklimas. Es gibt Orte, die ein bisschen trockener sind. Und solche, die jetzt hier wie Cedros, wo wir sind, oder Montes de Oca, wo ein bisschen feuchter, auch ein bisschen kühler am Oben kann werden. So, gerade vorne ist ein Lädeli. Und die Dinger da links? Ja, genau. Da ist jetzt, da sind sie am Abfallsack. Drei, damit nicht die Hunde. Oh, jetzt muss ich hier weg, da will ich reinfahren. Ja, dass es nicht am Boden ist, oder? Auch von der Hygiene her. Cucarachas hat es ganz viel. Jetzt kommen wir hier. Das ist das Lädeli. Und das ist die Strasse. Sehr breite Strasse und hat weit und breit keine Fußgänger natürlich. Da muss man immer ein bisschen aufpassen. So. Jetzt. Okay, geschafft. Jetzt sind wir hier gerade reingekommen, hier durch die Türen, auch wieder so eine Sicherheitstür, das ist für die Autos. Gehen wir hier rauf.
Weil da ist so die Waschstation und dann tut man hier Hände waschen. Und dann hier warten und dann kommt der Chico dann sicher, wenn er da ist. Und dann tut er mir noch Temperatur messen. So, Handywäsche. Jetzt kommt hier der. Le puedo firmar, ¿verdad? Ja. Aquí, da ist der Chico. Ah. Und der macht hier Wach. Und tut jetzt mir Temperatur messen. Bien. ¿Cómo has estado? Muy bien. Muy bien. ¿Estoy bien? Sí. Ok, muchas gracias, Chico. Jetzt sehen wir hier den Campus, einen wunderschönen Campus, oder? Das ist das Hauptgebäude, das wir vorher von weitem gesehen haben. Und da hinten ist das Gebäude, wo die Studierenden sind und wo vor der Pandemie auch viele Gastgruppen gekommen sind vom Ausland. Und da ist ein Gebäude, wo Gottesdienste drin stattfinden. Da ist jetzt der Eingang von der UBL. Das ist eine private Universität, das wird nicht vom Staat finanziert, aber sie haben natürlich ein Abkommen, also Titel, die sie ausstellen als Universität, die sind anerkannt vom Bildungsministerium. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Der Mauricio ist der Verwalter von der UBL. Macht die ganze Administration von dieser Institution. Das ist eigentlich unser Büro, aber jetzt, schau, aus lauter Gewohnheit, wenn wir schon so lange nicht da waren, habe ich nicht einmal meinen Schlüssel mitgenommen. Das ist eine gute Bibliothek. Ah, da ist der Pablo. Hallo. Hola. Oh, ja, Pablo kann ein bisschen Deutsch sprechen. Oh. Er zeigt uns schnell ein bisschen. La Collection Personal de Enrique Strachan. Das ist die persönliche Kollektion von Enrique Strachan, dem Gründer von der UBL. Eine Kollektion antiqua. Also Bücher von 1800. Ein paar Bücher in Alemán und ein Faksimil de la Biblia de Martin Lutero. Ein Faksimil von der Lutherbibel hat es hier auch. Hier ist ein bisschen am Lüften, hat ein bisschen aufgemacht wegen der Feuchtigkeit. Sehr feucht in Costa Rica, da hat er die Schäfchen ein bisschen aufmachen, damit es ein bisschen zirkulieren kann. Wieso kann er ein bisschen Deutsch? Porque me gusta y porque mi novia es de Alemania. Es ist eine Austauschschülerin, die letztes Jahr hier war. Jetzt hat sie immer wieder mal Austauschschüler von Deutschland, die hier kommen für ein Semester oder für ein Jahr. Genau. Und das ist auch eine Motivation, um Deutsch zu lernen. Du hast ja auch einmal an der UBL studiert. Bist du auch Austauschstudentin gewesen, oder? Im 2001 habe ich einen Austausch gemacht. Hier an der UBL. Ich habe katholische Theologie studiert in Fribourg. Und das war wirklich eine sehr spannende Erfahrung für mich. Weil ich in dieser Zeit hatte es einfach mehr noch Präsenzstudierende gehabt, die dann alle in dem Studierendenwohnhaus gewohnt und gekocht haben, von unterschiedlichen Ländern, von Lateinamerika und natürlich auch von unterschiedlichen Konfessionen. Und das hat einfach einen sehr interessanten Einblick gegeben in Lebensrealitäten und natürlich auch den theologischen Fokus. Also ich habe sehr viel gelernt über Befreiungstheologie. Lateinamerikanische Befreiungstheologie. Und ich habe natürlich auch noch den Ansel kennengelernt, mein Mann. Genau. Aquí estoy con Vera, que es reformiert. Deli ist Rektorin von der UBL. Algunas de las cosas que nos hacen UBL especial, ¿verdad? Tiene que ver con el hecho de que somos una institución regional y ecuménica. Y el enfoque contextual, que nuestro objetivo es formar a los y las estudiantes para que puedan participar en transformación social en sus comunidades. Der Fokus ist wirklich wichtig, dass die Studierenden hier ausgebildet werden, dass sie können ausgehend von der sozialen Realität wieder etwas in Bewegung bringen an ihren Ort, wo sie dann engagiert sind, sei das in Kirchen, aber auch Leute, die dann vielleicht in einer FBO arbeiten oder in einer NGO,
dass sie wieder etwas können, von dem, was sie hier gelernt haben, in der Praxis umsetzen. Das ist ein wichtiger Fokus. Und das Ökumenische natürlich und regional, also die lateinamerikanische Perspektive, nicht in dem Sinne eine nationale Perspektive. Nur. In den qual países vienen los estudiantes? Bueno, de muchos países. Tenemos muchos de Perú, Bolivia, Chile, Colombia, Venezuela, Cuba, República Dominicana, Guatemala, México, Nicaragua, Honduras, El Salvador. Entonces, la experiencia de encuentro de diferentes países, de diferentes confesiones religiosas o cristianas, pero pentecostales, católicos, presbiterianos, luteranos, es un espacio de intercambio muy, muy importante para promover la convivencia y el trabajo conjunto entre las iglesias. Also sie hat einfach gesagt, das ist durch das, dass so viele Studierende von verschiedenen Ländern, von verschiedenen Konfessionen miteinander zusammenkommen, denn das hilft auch für den Austausch und für die Gemeinschaftsstärke sozusagen, wenn man mit so unterschiedlichen Realitäten und Menschen in Kontakt kommt durch das Studium. Ciao. Noch mehr was ciao. Gut, jetzt haben wir hier mal schauen, ob wir Jocelyn finden. Ich gehe jetzt hier mal rein. A ver. Hola, aquí ya viene. Hola, Vera. Desde el inicio, yo vine aquí a Costa Rica, a la UVL especialmente, porque en Perú no hay exactamente la carrera o estudiar teología. Sie sagt aber auch, dass sie in Peru nicht so einen Studiengang findet. Und also was schafft sie in der Kirche? Como líder o copastora de jóvenes. Sie ist engagiert mit Jugendlichen in ihrer Kirche. Se enfoca más en la en llegar a la persona, acompañar a las personas desde sus experiencias, desde su vida cotidiana y desde la problemática que esas personas están pasando, acompañarles en ese proceso de buscar justicia, de buscar bueno, solidaridad en otras personas. Was Jocelyn jetzt hat so eigentlich in ihren Worten gesagt, ist, dass die UBL sehr stark vom die Studierenden motiviert, den Kontext genau anzuschauen, wo sie drin ihre Arbeit machen. Also ihr gesagt, ausgehend vom Mensch zu schauen, was ist die soziale Situation, was ist die Situation vom Mensch und von dort her zu schauen, wie können wir etwas als kirchliche Leitungspersonen dazu beitragen, eine Verbesserung, gerechtere Strukturen zu gestalten mit diesen Leuten zusammen. Es sind hier andere Studierende noch aufgebaut. Sie sind von der methodistischen Kirche in Zona del Perú. In Cusco. Aha, also sie kommen aus Cusco. Fue complicado por la distancia con la familia, porque especialmente en Perú, que el contagio ha sido en demasía y varias personas y no había un plan en Perú que pudiera solventar esta pandemia. Y entonces era muy preocupante estudiar y a la vez estar preocupado por la familia, ¿no? Schwierig ist gesehen, dass sie eben so weit weg sind von der Familie. Die Situation in Peru war wirklich schwierig gewesen und so von der Distanz her nicht können etwas machen. Das war schwierig zum aushalten. Pero a la vez también ha sido desafiante, tanto para nosotros como agentes pastorales en nuestras comunidades allá en Perú y también para la teología, porque la pandemia cambió muchas cosas. Nosotros ya no vamos a volver con la misma visión que hemos tenido al venir aquí de prepararnos y retornar para trabajar, sino que ahora tenemos que retornar para poder trabajar con una comunidad que ha experimentado lo mismo con nosotros en tiempos de pandemia. Und Isabel hat aber gesagt, ja, aber die ganze Zeit hat uns auch irgendwie im Denken verändert und wir gehen nicht gleich zurück als vorher. Wir haben viel können uns auch Gedanken machen über die aktuelle Situation
die soziale Lage. Und das wird Ihnen sicher auch helfen, wenn Sie dann wieder zurückgehen in Ihre Gemeinde. Da hat man viel geredet von Burbuja Social, quasi, dass man sich soll in seiner Familie oder eben soziale Blose, wie das übersetzt hat, aufhalten. Und das ist ein gewisser Vorteil gewesen für die Studierenden. Sind vielleicht im letzten Jahr etwa 8 Personen gewesen, die hier oben gewohnt haben. Und die sind dann wie für sich Burbuja Social gewesen. Und durch das auch nicht so, sage ich jetzt mal, nicht einsam gewesen. Sie haben da raus können auf den Campus. Aber die andere Seite ist natürlich gesehen, dass sie sehr besorgt gewesen sind um ihre Familie, zum Beispiel in Peru, vor allem in Peru. Peru hat ja auch eine sehr große Todesfallrate, eine der höchsten von Lateinamerika. Die grossen Unterschiede auch in Lateinamerika zwischen Reich und Armen wird noch grösser macht eigentlich. Genau. Sonst von den Massnahmen in Costa Rica recht viel über so Verkehrsbeschränkungen gemacht worden. Und dann hat man einfach schauen, okay, wenn darf ich raus? Das ist mit der Autonummer, oder? Hinten mit der Autonummer festgelegt gewesen. Also am Dienstag, am Donnerstag, am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag darf ich nicht raus, aber ich darf am Montag. Also dann muss ich schauen, dass ich am Montag meinen Einkauf mache. Also es ist wirklich Homeschooling gewesen, also virtueller Unterricht. Und am 17. März 2020 ist Alma das letzte Mal in die Schule. Und dann ist sie wieder gegangen, das erste Mal, glaube ich, am 12. Februar 2021. Das ist natürlich ein grosses Thema, wie in allen Ländern, also in Lateinamerika. Man redet von der Brecha Digital, oder? Dass längst nicht alle Schüler und Schülerinnen so gute Internetzugang haben und vielleicht das Endgerät, wenn man Glück hat, also das Endgerät ist meistens dann ein Handy. Nicht unbedingt ein Computer, wo man schön drauf ansitzen kann oder ein Tablet und dann virtuellen Unterricht teilnehmen. Servus! Ciao!